Reinigung hat es jetzt auch in die Modebranche geschafft und es wäre schön, wenn Sie mich jetzt vielleicht wenige Minuten virtuell begleiten. Sie wissen ja, die Stadtreinigung steht insbesondere auch für Recycling, das heißt für das Aufbereiten von Abfällen oder auch für die Wiederverwendung von Wertstoffen, wie zum Beispiel in unserem Stielbruchkaufhaus, wo für wirklich kleines Geld gebrauchte insbesondere Möbel oder gebrauchte Gegenstände wieder in den Verwendungsprozess geben. Und seit vielen, vielen Jahren sammeln wir ja auch Alttextilien getrennt. Wir hatten in Hamburg eine ganze Reihe von Sammelcontainern im öffentlichen Raum aufgestellt. Aber seit einigen Jahren jetzt schon und insbesondere in der letzten Zeit ist der komplette Markt für Alttextilien zusammengebrochen. Das heißt, kein Mensch möchte mehr Alttextilien haben. Und wir sind natürlich weiterhin dem Recycling verbunden und auch dem Recycling verpflichtet, sodass wir uns jetzt was wirklich Neues ausgedacht haben. Und da kam die Idee, uns mit mal einer ganz anderen Branche zusammenzutun, und zwar mit der HAW, mit dem Bereich Modedesign. Ja, also mein Name ist Kai Dünnhölter. Ich bin Professor für Modedesign hier an der HAW in Hamburg und ja, habe mich sehr gefreut über die Gelegenheit, mit der Stadtreinigung Hamburg zusammenzuarbeiten. Also besonders als Gelegenheit für die Studierenden, um sich halt mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Mode auseinanderzusetzen. Genau, das Projekt war eben Kooperation mit der Stadtreinigung Hamburg und ich hatte mir auch vorher noch gar nicht so groß Gedanken gemacht, sondern mich vor Ort bei Stielbruch und am Recyclinghof eigentlich inspirieren lassen von den Sachen, die ich da gefunden habe. Was für mich herausstach, waren eben einmal ein graues Sakko und eine Jeansjacke, aus denen ich die Hauptinspiration gezogen habe. Und da ging es mir eben auch darum, diese beiden sehr unterschiedlichen Kleidungsstücke, die auch sehr unterschiedliche Assoziationen hervorrufen. Also einmal der Sakko, der ja mehr so einen Business-Look repräsentiert, und einmal die Jeansjacke, die auch so von Jugendkulturen das Symbol ist, die zu kombinieren und zusammenzubringen. Also was mir gleich nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass wir das Projekt hier quasi auch in Kooperation mit der Studienrichtung Kommunikationsdesign veranstaltet haben, dass sozusagen immer ModedesignerInnen und FotografInnen zusammengearbeitet haben, weil uns schon klar war, dass es jetzt in diesem Hochschulkontext und im Rahmen von diesem Projekt auch darum geht, qualitätsvolle Kleidung herzustellen im Sinne des Upcyclings, was auch passiert ist. Aber es geht auch darum, einfach ein Bewusstsein zu schaffen und Aufmerksamkeit zu schaffen. Deswegen finde ich die Ausstellung jetzt auch so wichtig. Und einige Studierenden sind da sehr künstlerisch herangegangen an die Aufgabenstellung, haben das ganz frei interpretiert und haben sehr intuitiv auch gearbeitet. Andere haben ganz konkret gearbeitet. Also ich glaube, die Bandbreite von so real funktionierenden Kleidungsstücken bis hin zu eher so künstlerisch anmutenden Projekten ist auf jeden Fall da. Und das war auch so unsere Idee in der Kooperation mit den Fotografiestudierenden, dass wir quasi Bilder produzieren, die wir nach außen geben können, um einfach dieses Thema mehr Raum zu geben in der Öffentlichkeit und einfach noch ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und bei der Modestrecke war dann die Konzeption wichtig, dass man sich überlegt, was will das Designstück und wie will ich das übersetzen in der Fotografie? Wie sieht das aus? Aus welcher Idee ist das eigentlich entstanden? Und dann sind wir jedes Konzept oder jede Idee durchgegangen, die die Fotografinnen und Fotografen hatten, und haben besprochen, ob das eine gute Umsetzung ist. Als ich die Entwürfe von Kea gesehen hatte und sie mir das Konzept dahinter beschrieben hat, also das Fraktale zwischen Jeans und Sakko, dachte ich mir, das wäre super, wenn man das in den Bildern auch wieder aufgreifen kann, und hatte dann die Idee, das mit verschiedenen Spiegeln, wie man das auf dem Bild sieht, noch weiterzuführen. Also dass man dann von dem zweiten Outfit, was sie entworfen hat, dann auch wieder Teile mit in ihrem Outfit drin sieht. Die waren
am aufwendigsten zu fotografieren. Ich habe da, also meine Taktik war, dass ich immer Sachen hochgeworfen habe und dann abgedrückt habe quasi. Und dann hatte ich am Ende ca. 6 oder 7 Fotos, die ich zusammen fotogeshoppt habe. Und die Idee war, dass die Klamotten an sich leben und dass man Kleidung nicht so als nur Material sehen sollte, sondern als was Organisches. Ein wichtiger Punkt des Projektes war, nicht nur schicke Dinge herzustellen, sondern auch nachhaltige Dinge herzustellen, also nachhaltige Mode. Und ein wesentlicher Punkt, warum der Recyclingmarkt im Textilbereich zusammengebrochen ist, liegt daran, dass die Produkte alle sehr kurzlebig sind, also die Stoffe relativ simpel konstruiert sind. Und in unserem Projekt haben wir aus dem, was wir gesammelt haben, das Hochwertige rausgesucht und das dann zu schicker Mode, aber auch zu nachhaltiger Mode verarbeitet. Und darüber leisten wir dann natürlich über die Nachhaltigkeit auch wirklich einen Beitrag letztendlich zum Umweltschutz und zum Klimaschutz. Ja, also das, was meine Mitarbeitenden und die Hochschule, also die Studierenden und die Professoren gemeinsam geschaffen haben, können Sie hier virtuell in 3D sehen und der Link hier unterm Video.